Da beschäftige ich mich gleich mit. Der war ja süß. Oh Gott, noch mehr Bilder. Muss ich mir die alle angucken? Anscheinend. Mhm, was ist das denn? Artorias aus Dark Souls. Ritter in seiner Rüstung. Also die einleuchtendsten Beschreibungen der Welt, ne? Gespenstischer Totenkopf. Was kommt gleich? Ein Gemälde? Das sieht ja geil aus. Merkwürdiges Tier. Das sieht ja sehr cool aus. Gefällt mir. Gestalt in Lumpen. Bettelt um Pedigree-Pal. Menschen, die mit einem großen Kopf aus Metall sprechen. Ja. Drogen oder was? Ein Kämpfer mit Lanze. Ach, was du nicht sagst. Ich dachte, das wäre ein Zahnarzt. Eine Brücke. Auf ihr eine Menschenkette. Hätte Menschenkette. Das sieht ja cool aus. Gigantisches fliegendes Wesen. Es scheint, als ob es einen Pechvogel greifen will. Okay. Liegt hier unten noch nichts mehr irgendwie. Sind nur Bilder, ne? Und das dann. Ja, wir gehen die nach der Reihe nach durch. Ich will die alle sehen. Haus auf einem Hügel. Ja, sehr interessant. Modern Art, wa? Gestalten, die am Fuß einer Skulptur stehen, die ein riesiges Gesicht darstellt. Mhm. Osterinseln. Eine seltsame Statue. Eine Frau, die eine eigenartige Rüstung trägt. Oder trägt die Rüstung die Frau? Denkt mal drüber nach. Gollum. Nee, ein Riese, der Wasser aus dem Fluss trinkt. Unten sehe ich noch einen Reiter. Aha. Ist das schon wieder ein beunruhigendes Gebäude? Ja, wer da drin wohnt. Noch so ein Gebäude mit eingemeißeltem Kopf. Cool. Eine Gestalter, die aus der Erde herauskriecht. Immer diese Gestalten, ne? Was ist das denn? Oh, Bambi. Verängstigte Rehe, ja. Bambi. Okay, das war das. Da geht's nicht weiter. Ja, dann gehen wir mal zu dem alten Mann. Ohne dem Meer. Oh, cool. Wow. Noch mehr Bilder. Ein Metallkoloss, der einen Menschen in den Händen hält. Eine gespenstische Vogelscheuche. Ein Vogel, der in einen Tunnel fliegt. Jemand beobachtet ihn. Ach, was du nicht sagst. Ein Wesen mit vielen Augen. Drei Stück. Toll. Eine schreckliche Landschaft. Ja, das ist Absurdistan. Das liegt neben Abnormalien. Das sieht ja fies aus. Wow. Jemand unter einem Baum sitzen. Freaky. Eine Gestalt, die ein Schwert hält. Ein großer, in der Luft hängender Stein. Dann ist der Maler, der blinde Maler. In diesem Gemälde sieht man deformierte Körper. Das sieht daran, dass der Typ blind ist. Da ist auch noch ein kleines, ein entstelltes Wesen. Also mit seiner Psyche ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist ja cool. Düstere Wesen inmitten von Bäumen. Tlü, tlü. Scheinbar ein Kopf, der in ein Gewehr aus Bäumen und Felsen hineinwächst. Hm, angenehm. Oh, ein Achievement. Kunstliebhaber. Ja, weil ich mir die ganze Kacke angucke. Ein kleines Haus an einem Abhang. So. Moin, Alter. Schaukätzchen. Wir haben unerwarteten Besuch. Das ist auch noch ein sehr gerissenen, da unser Besuch die Kunst des Dechivrierens. Wenn du hier bist, kannst du mir ja sagen, was ein Neues außerhalb der Kathedrale, was es Neues außerhalb der Kathedrale gibt. Ja, Nebel, bescheuerte Zauberer, die Tote beobachten, blaue Blumen, ein Zug steht jetzt bei euch vor der Haustür. Ach ja, das Dorf ist zerstört. Ach komm, sammel mich nicht voll. Pfeif auf Story. Das Ding ist so cool. Ich will sowas als Haustier. Pinselset für die Restaurierung der Gemälde genommen. Sieht nach viel Arbeit aus. Oh, shit. Wenn du bereit bist, wird meine Katze dir den Weg zu den Gemälden zeigen. Ja, dann auf jeden Fall. Jetzt redet sie. Höre nicht auf diesen alten Tölpel. Wozu solltest du dir so viel Mühe geben, um diese Schmierereien zu entstauben?
Ich zeige dir lieber, hinter welchen der Gemälde sich Fetzen der Skizze... Schau durch die Wand. Schau auf die Wand. Ich habe sie dir mit der Pfote gekennzeichnet. Aha, eine Kleinigkeit noch. Um an diese Fetzen zu kommen, wirst du die Gemälde zerschneiden müssen. Aber dieser Verlust ist nicht der Rede wert. Ich lasse dir hier ein paar Messer. Zögere nicht, sie zu verwenden. Dieser alte Irre wird so oder so nichts merken. Er ist komplett blind und dazu noch fast taub. Aha. Mache ich das? Ja, ich mach das jetzt. Komm, scheiß drauf. Die Mühe mache ich mir. So, nur ein paar Klicks. Lalalala. Ja, sieht ja gleich viel besser aus, ne? Schick. Tülü. Nur den schon. Den haben wir auch noch. Hatten wir schon, alles klar. Mit dem Quast. Hallo? Na, kommst du da wohl raus, du Pinsel, du? Jetzt sieht man das auch mal richtig. Na, grrr. So. Und hier jetzt? Ich habe ja gar kein Messer. Ach, weg. Ach, da. Messerlies. Fragment der Skizze. Der Schreiberling. Achievement. So, natürlich mache ich die anderen auch noch. Vielleicht gibt's da ja was für. Wer weiß. Ja, sieht schon cool aus. Das Artwork ist wirklich gut. Freaky. Oh, alles weg, okay. So. Lieber von dir umgebracht werden, als dass du meine Werke zerstörst. Warum? Womit habe ich das verdient? Welche unheilvolle Kraft
hat dich zu solch einer niederträchtigen Tat verleitet. Ich werde dir nicht mehr helfen. Verschwinde! Wieso schaust du mich so an? Ich bin nur eine Katze. Sehr cool. Du hast die Gemälde dieses armen Greises zerstört. Schäme dich. Ja. Ich bin nur die Katze. Ich kann ja nichts dafür. So. Ach, das Schwert. Schau mal einer, guck. Okay. Und jetzt? Zum Schmied, ne? Schätze ich. Er schätzt seine Privatsphäre über alles. Jetzt müssen wir das blöde Erz noch finden. Bestimmt hier so. Ja, hier fehlt noch eine Platte, genau. Was war hier noch? Hier ist erstmal nichts. Ich gehe erstmal zu dem Schmied. Oh, da geht's aufs Dach, okay. Ich sehe, du hast bereits die Skizze des Schwertes. Zum Schmieden brauche ich aber noch das Sternerz. Suche in der Kapelle westlich. Aha. Aber das hier war neu, dass man hier aufs Dach steigen kann. Ach, schau mal an. Du Drecksvieh, verblute. Ich erkenne dein Gesicht, du bist es. Danke noch einmal für das Ei, welches du mir gebracht hast. Wie du siehst, war mein Glück von kurzer Dauer. Der Geschmack des stürmischen Eis hat erneut in mir das verborgene Verlangen geweckt. Ich wollte mehr und das Schloss bot so viele Eier an. So viele. Alles verloren. Durch meine maßlose Gier. Jetzt bitte ich dich nur noch, mich in Ruhe sterben zu lassen. Ich war Zeuge dessen, wie kleine Begierden zu großen Tragödien führen. Ohne viel Zeit zu verlieren, begab ich mich zu dem zerstörten Dorf, um das Ergebnis meiner Suche zu berichten. Hast du den geflügelten Verräter gefunden? Wow! Soll ich seinen Versteck preisgeben oder schweigen und somit seinen Unglücksvogel zu schützen? Krass. Ich sag, wo er ist. So. Ich will deine Sünden bezahlen. Ja, ich habe auch einen Hinweis für dich. Deinen weiteren Weg zeigt die Musik auf. Oh Gott. So, das Klavier ist falsch rum. Oh Gott, das ist so eine... Muss sich doppelt denken. Ah. Der hier ist... Jetzt... der mit dem Arm. Wo ist der mit dem Arm jetzt? Das Zuschauer lacht man sich hier bestimmt tot. Da ist der mit dem Arm. Dann der mit den zwei oben und dann der falsch. Toll. Falsch. Oh Gott. Ja. Der. Dann der gerade. Das ist der hier. Dann... Mit einem, das ist der, dann der mit den drei. Dann der mit dem Hocker. Nochmal der Hocker, dann der mit dem
Schnüppel. Und der mit den zwei Armen. Und der mit einem Arm. Dann unten frei und zwei. Und dann nochmal der... Wieder falsch? Was? Bin ich jetzt blöd oder was? Moment, ich setz mich mal anders hin. Nochmal. Ich drehe den Kopf jetzt einfach mal. Oder meinen Monitor. Also das ist ja nur der, es gibt ja nur einen mit offenem Dreieck unten, ne? Ja. Eins, zwei. Dann den. Den. Die Richtung und drei. Den. Dann der mit dem L. Der mit dem L, da gibt es ja nur einen von, ne? Ja, der mit dem L. Nochmal den L. Und dann jetzt in die Richtung mit dem Dreieck dran. In die Richtung mit dem Dreieck dran. Das ist... Nee, mit einem nur. Oh Gott. Der hier. Hä? Nein, der. Dann der mit den zwei Armen. Wo ist er? Wo ist er? Hier, der hier mit den zwei Armen. Andersrum. Den einen Arm. Das ist so ein blödes Rätsel. So, dann ist es der hier und dann der Wiederfall. Ah, gut, okay. Okay. Scheißrätsel. Kacke, ey. Oh, Sepp. Thor kommt. Der Gott des Donners. Da finden wir die Platte. Natürlich. Ein riesiges Gebilde, wo einmal im Jahr der... Ja, wenn man ein Piano spielt, schlägt dann ein Blitz ein und es... Ach, Leute. Das ist euer Ernst. Gut, dann legen wir die Platte hier mal rein. So, und jetzt müssen wir hier... Ach, super. Ich freue mich. Scheint richtig zu sein. Sitzt. Oh Gott. So, den dahin. Fertig. Gott sei Dank ging das schnell. Was haben wir hier? Sternenerz. Natürlich, es wird nicht abgebaut. Das ist hier natürlich in so einem... so eine Kapelle drin. So ein... Ach, Leute, ey. Dubios, dubios. Was ist da denn noch drin? Oh, oh, da ist ja wirklich noch was drin. Fast alle sind tot, aber ich habe überlebt. Der Fisch bot mir Unterschlupf. Das ist ein Fisch. Willst du was... Erst kam Nebel auf, er lähmte alle. Da ist wirklich was drin. Heilige Scheiße. Danach erschienen im Nebel die Ritter. Die Ritter. Verderben brachten. Freaky. So. Was machst du denn hier? Er hat sich auf dem Dach der Schmiede versteckt, aber wir haben ihn trotzdem geschnappt. So Entenverräter, hier hängt er ja. Doppelzüngige Kreatur, er hat sein Schicksal verdient. Ah, naja, okay. Kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Hier ist der Schmied. Ja, hier hast du deinen Nugget. Der Schmied hat mit großem Eifer mit dem Schmieden begonnen. Natürlich, weil er ein Schmied ist. Was soll er denn sonst machen? Malen? Die Notizen, die ich in der Kathedrale vom verrückten Maler bekommen habe, erwiesen sich als äußerst hilfreich. Hier liegt mein Schwert. Gut. Auf zum Berg. Und jetzt rammen wir das Schwert da rein. Entgegengesetzt von Excalibur... stecken wir das Schwert jetzt in den Stein. So. Schwing! Oh, fies. Etwas passiert. Ja, das... Oh!
Ein Portal. Da gehen wir da nochmal rein. Ohne nachzufragen, ohne... Ich spürte, wie etwas mich hochhebt und wie mein Körper träge wird. Dieses Gefühl, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, vielleicht aber gar nicht existiert hat. Das Licht hat mich geblendet. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich fühlte, als ob jemand mein Herz in Stücke reißen würde. Als ich die Augen öffnete, stellte ich fest, dass ich in einem gänzlich anderen Ort war. Na toll, jetzt geht's weiter, oder was? Heilige Biberkacke, wo bin ich? Links, rechts, ich geh nach da. Rechts, so. Freaky. Wieder HR Giga-Style, aber volles Matt. Zwei geheimnisvolle Gestalten werden angezogen von der Skulptur wie Motten vom Licht. Ich freue mich, dass du das bis hierhin geschafft hast. Wir haben auf dich gewartet. Natürlich, war klar. Und die Wahrheit kennenzulernen, brauchst du einen Schlüssel. Entscheide nun. Wähle den hellen Schlüssel, wenn du meinst, dass du ein guter Mensch bist und dir nichts vorzuwerfen hast. Wähle den dunklen, wenn dein Herz voller Dunkelheit ist. Die Entscheidung liegt bei dir. Vergiss nicht, dass das Schicksal, welches wir haben, das Schicksal ist, welches wir... Auf was wartest du? Wähle einen der Schlüssel. Ich gehe erstmal da lang. Alter! Meine Bestien bewachen den Eingang unter die Erde. Unten erwartet dich die letztendliche Wahrheit und Morlocks. Das Blut und Maulwurfsmenschen. Keiner kommt aus der Festung der Maulwurfsmenschen. Oh, anscheinend schon. Na, wer kennt die Stelle? Das Gute und das Böse können dir im gleichen Maße das Tor... Okay, bringe mir den richtigen Schlüssel und ich lasse dich rein. Alles klar. Was sind das hier für Freaks? Die Gestalten sind mit dem Erdboden verwachsen. Sie schauen mit Entsetzen auf die Bestie. Luft holen. mit den vielen Köpfen, als ob es keine Hoffnung mehr geben würde. Sieht ja krass aus, ne? Cooles Viech. Gefällt mir. Gut, wir nehmen den bösen Schlüssel. Weil jeder würde den guten nehmen. Es ist sehr langweilig. Das scheint... Ja, das ist der Böse, den nehmen wir. Ja, wir nehmen den bösen Schlüssel, so. Ja, jeder nimmt den guten Weg. Salam. Ich hoffe, dass du bereit bist, die endgültige Wahrheit zu erfahren. Von diesem Ort gibt es kein Zurück mehr. Gehe also hinunter zu dem Ort, wo das Gute und das Böse im gleichen Maße das Tor zu deinem Schicksal öffnet. Bing, bing, Jackpot. Wir können hier raus. Hoffe ich. Die ganze Zeit auf Knien bahnte ich mir den Weg durch den engen und dunklen Tunnel. Meine Hände schnitten sich ständig an Knochen, die auf dem rutschigen Boden lagen. Der Gestank von verwesendem Fleisch war allgegenwärtig. Am Ende des Tunnels fand ich nur eine Leiter vor. Toll. Mir blieb nichts anderes übrig, als hinunterzusteigen. Unten sah ich einen Fahrstuhl. Und der fährt wieder hoch. Ein Kreislauf. Nein. Der fährt jetzt wieder in die Mine. Und wir müssen von vorne anfangen. Nein. Ich kann nicht zurück. Okay. Na, gehen wir mal rein. Als wenn wir eine Wahl hätten. Ding, dritter Stock, Damenmode und Dämonenunterwäsche. Im Augenblick, in dem ich den Fahrstuhl betreten hatte, hatte ich das Zeitgefühl verloren. Die Reise schien kein Ende zu nehmen. Die anfängliche Begeisterung fing an, einen Frust auszuarten. Ist das eine Art Strafe? Alle Gestalten, denen ich auf meiner Reise begegnet bin, fingen an in meiner Erinnerung aufzutauchen. Einige von ihnen wurden von Gewissensbissen begleitet. Habe ich immer richtig gehandelt? Das weiß ich nicht. Der Fahrstuhl fuhr immer weiter. Oh, ihm wird schon langweilig. Hätte er mal sein Tablet mitgenommen. In die nicht enden wollende Dunkelheit. Langsam überkam mich der Segen des Morpheus. Morpheus? Matrix? Was? Im Traum sah ich einen alten Menschen, der am Ende seiner Tage endlich verstanden hat, was die Hölle ist. Es waren all die versäumten Augenblicke und Chancen, die wir während unseres Lebens nicht nutzen. Er hat stets darüber nachgedacht, wie sein Leben wohl aussehen würde, wenn er all die vergebenen Chancen wahrgenommen hätte. Er kann dies aber nicht mehr machen. Eine zweite Chance gibt es nicht. Oh. Oh. Deeper Shit. Er versinkt also in Trauer, die eine Ewigkeit hält. Mich ergriff lähmende Angst, dass ich dieser Kreis sein könnte. In dem Augenblick wachte ich auf. Der Fahrstuhl hielt unerwartet an. Oh shit. Was geht hier? Das sind überall Typen in Käfigen. Was ist das? Etwas fehlt hier. Der Schlüssel? Ja. Ach, du Scheiße. Was zum Teufel ist das denn? Das sieht ja scheiße aus. Gefällt mir nicht. Ich habe lange auf dich gewartet, aber endlich hast du es geschafft.
dich durch die Bruchstücke deiner Erinnerung hindurch zu kämpfen, um mich zu finden. Dieser Ort ist tief unter der Erde vergraben, so wie deine Erinnerungen, die im Gewirr deines Bewusstseins verloren sind. Bestimmt hast du viele Fragen, so wie jede andere verlorene Seele, die hier ankommt. Er sieht aus wie aus Dark Souls. Ich weiß, dass du das mit... Oh shit, wir waren die ganze Zeit tot? Misstrauen aufnehmen willst, aber dein Körper wurde schon längst von der Erde verschlungen. Oh krass, wir sind eine verlorene Seele. Alles, was du bisher im Schloss, in der Einöde oder den eisigen Tränen erlebt hast, war nur Theater, eine Projektion der Bruchstücke deiner Erinnerungen. Diese einmalige Welt wurde erschaffen, um zu prüfen, ob die Natur deines Inneren sich ändern kann. Du willst sicherlich wissen, wie es dazu kam. Nee, eigentlich nicht. Ich möchte das Spiel beenden. Du musst aber wissen, dass die Wahrheit grausam sein kann. Eifersucht wurde zum Katalysator deiner Handlungen, die zu deinem tragischen Ende führten. Schaue dir selber die letzten Augenblicke deines Lebens an. Ach. Da ist das Schwert, da ist die Frau. Das bin ich. Aufgrund deiner krankhaften Eifersucht hast du deine Geliebte und kurz darauf dich selbst umgebracht. Du hattest nicht den Mut, mit solch einer schweren Sünde zu leben und hast beschlossen zu flüchten. Mit diesem Akt der Feigheit hast du zwei Bücher gleichzeitig geschlossen. Das war ein weiterer und zugleich letzter Ausdruck deiner Feigheit. Jeder von uns weiß in einem Schlupfwinkel seiner Seele, dass Selbstmord zwar ein guter, zugleich aber armseliger Ausweg ist. Wenn alles verloren scheint, ist es edler, sich vom Leben besiegen zu lassen, als sich selbst das Leben zu nehmen. Deine Seele kam in eine, die sich aus Bruchstücken deiner Erinnerungen, Albträume und Träume zusammensetzt. All dies, damit du deine Schuld sühnen und beweisen kannst, dass du es würdig bist, durchzugehen oder auch es verdienst, auf ewig verdammt zu sein. Du hast noch eine Chance erhalten. Schau selbst, ob du dich bewiesen hast. Ich glaube dir nicht, dass du nicht wusstest, welche Absichten die geflügelte Kreatur hattest. Du konntest das stürmische Ei doch dem Wesen an der Weggabelung geben. Ja, schlechtes Ende. Egal. Ja, Bilder kaputt gemacht, schlechte Tat. Ja, das war eine gute Tat. Gute Tat. Spinne nicht rausgelassen. Oh, die hätte ich aber gern gesehen. Ritter nicht umgebracht. Ja, das war einfach zu lustig, wie der da rumwurschtelt mit dem Hebel. Das musste ich einfach so lassen, dass den Menschen, der im Brunnen gefangen war, befreit. Ja. Krone der Eidechse gegeben. Den Narren geholfen. Ja. Er ist 3D! Haha, er ist 3D! Tormentum! Und wir fallen, schlechtes Ende. In Gedenken an Mieczysław Kuczykowski. Oder so. Ja, das war Tormentum von Metalheads gemacht, wie man sieht und hört. War ganz lustig. Die meisten Rätsel waren super nervig, ehrlich gesagt. Ein bisschen abgefuckt. Ja, Artwork natürlich super geil. Richtig, richtig schön. Hat mich an alte Cannibal Corpse Albumcover erinnert. So, oder Dark Tranquility oder so. Ja, wie gesagt, das war's. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Es war ein Point-and-Click-Puzzle-Spiel. Ich hab's eigentlich nur gezockt wegen des Artworks, ganz ehrlich gesagt. Aber es war wohl ganz cool. Ich lasse das jetzt noch mal ein bisschen so laufen. Trinke erstmal einen Schluck, weil ich ein Pappmaul habe ohne Ende. Und den ganzen Gesabbel. Indiegogo. Yo. War nun wirklich nicht lang, ne? Also, es ging. Für ein Point-and-Click-Abenteuer. Also, so ein Baphomet-Fluch dauert länger. Naja. Mr. Propellerhead, Frozen Foxy. Ein krasser Name hier. Miru, Daniel Files, DM Krage, Drellix, 1166, MK, Jazz Aureus, Gas Aureus, Organa Solo, 8-Bit-Mom. 8-Bit-Mom? Was ist denn 8-Bit-Mom? Oh, cool. Mauzis. Und hübsche Mädels. Besser geht's doch gar nicht.
Ach, es ist so verlorenes Artwork, so was nicht drin vorgekommen ist wahrscheinlich. Oh, krass, das sieht ja geil aus. Wow. Lohnt sich hier richtig noch die Credits anzugucken. Schick, schick, schick. Wieso ist das denn alles nicht mit ins Spiel gekommen? Das sieht doch viel cooler aus als der Kram, der da war. Oh, Laseraugen. Dicke, fette Laseraugen. Tormentum. Jo. Das war's dann wohl. Ein schönes Let's Play, kurz und knackig. Peace.